Die perfekte Familie. Drei Kinder, vielleicht sogar vier. Eine hübsche, ehrenvolle Frau, die einen liebt und eine gute Mutter mit schönem Charakter ist. Das wünscht sich jeder Mann. Eine Frau wünscht sich einen Mann, der treu ist, der einen guten Charakter hat, der gut aussieht und sich für seine Familie aufopfert. Das sind die Bilder einer Frau oder eines Mannes, die die meisten Muslime im Kopf haben. Jeder wünscht sich einen guten Partner, mit dem man den Rest seines Lebens verbringen kann. Im Idealfall bringt der Partner einen näher zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die Suche nach so einem Partner wird jedoch immer schwieriger. Dadurch, dass der Zina sich so dermaßen verbreitet hat, dass fast jede Familie einen Zani oder eine Zaniya unter sich hat. Einige Muslime besitzen keinen guten Charakter mehr, weil sie fern vom Islam leben. Sie folgen ihren Neigungen und ihren niedersten Begierden. Muslime, die den Zina verurteilen und dazu aufrufen, dass sowohl Männer als auch Frauen bis zur Ehe jungfräulich bleiben sollen, werden von der Mehrheitsgesellschaft als radikal und rückständig abgestempelt. Ein lockerer Umgang sei weltoffener und zeitgemäßer, heißt es. Man dürfe niemanden aufgrund seiner sexuellen Neigung und Praktiken verurteilen. Mittlerweile gibt es sogar unter uns Muslimen welche, die nach Partnern suchen, nur um mit ihnen zu schlafen und sie dann wieder fallen zu lassen. Sowohl unter Männern als auch unter Frauen. Subhanallah. Man wundert sich nicht mehr, wenn man von Muslimen hört, dass sie Zina begangen haben. Möchtest du eine Frau, die Zina begangen hat? Oder eine Frau, die Allah subhanahu wa ta'ala, den Herren der Welten, fürchtet, mein edler Bruder? Natürlich möchtest du eine gottesfürchtige Frau. Aber verdienst du eine gute Frau? Allah sagt im Koran, schlechte Frauen gehören zu schlechten Männern und schlechte Männer gehören zu schlechten Frauen. Gute Frauen gehören zu guten Männern und gute Männer gehören zu guten Frauen. Nun muss sich jeder die Frage stellen, gehöre ich zu den Guten oder gehöre ich zu den Schlechten? O mein Bruder, nur der Islam macht dich zu einem guten Menschen. Die Gebete, die du vernachlässigst, sind die Säulen des Guten. Das Fasten im Monat Ramadan bringt dich Allah subhanahu wa ta'ala näher. Das Wissen über den Islam lehrt dich, gottesfürchtig zu sein. Die Lügen und die Flüche, die du aussprichst, verunreinigen deinen Mund und deinen Charakter. Die Prahlerei und der Hochmut machen dich zu einem unerträglichen Menschen. Wenn du den Islam vernachlässigst, kannst du nicht zu den guten Männern gehören. Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter über die gläubigen Männer. Sagt zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten. Das ist lauterer für sie. Gewiss, Allah ist kundig dessen, was sie machen. Die Eigenschaft des gläubigen Mannes ist, dass er seine Blicke senkt und seine Ehre bewahrt. Der schlechte Mann schaut einer Frau nach der anderen hinterher und zieht sie gedanklich schon aus. Der schlechte Mann ist auf Social Media, auf Profilen von leicht bekleideten Frauen und treibt seine Gelüste somit in die Höhe. Dazu ist er noch mit mehreren Frauen gleichzeitig in Kontakt. Diese Kontakte nutzt er, um Frauen zum Zina zu treffen und seine Lust zu stillen. Ihm ist egal, wie viele Familien er damit zerstört, indem er seine eigene Ehre und die Ehre der Tochter dieser Familie mit Füßen tritt, nur um einige Momente des Vergnügens zu erleben. Doch Allah subhanahu wa ta'ala sieht alles und weiß über alles Bescheid. Wenn man so ein schlechter Mann ist, hat man es denn überhaupt verdient, eine Muslima zu heiraten, die auch nur ein bisschen Gottesfurcht besitzt? Oh meine Schwester, möchtest du so einen Mann? Ein Mann, der unzählige Frauen kennengelernt hat und intim mit ihnen war, der ein Egoist ist und nur an seine eigenen Neigungen denkt? Natürlich nicht. Nun musst du dir die Frage stellen, meine Schwester. Gehörst du zu den Guten oder gehörst du zu den schlechten Frauen? Das Gute ist, dass du deine Gebete aufrecht hältst, dich vom Haram fernhältst und stattdessen Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest. Die gute Frau bedeckt sich für Allah. Die gute Frau eignet sich Wissen über den Islam an, denn das stärkt sie in dieser verdorbenen Zeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die gläubigen Frauen und sagt zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten.
ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was sonst sichtbar ist. Und sie sollen ihre Kopftücher auf den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen und ihren Schmuck nicht offen zeigen. Sie sollen ihre Blicke senken und nicht ihre Reize zur Schau stellen. Weiterhin will Allah von den muslimischen Frauen, dass sie sich bedecken. Und zwar so, wie Allah subhanahu wa ta'ala es vorgeschrieben hat und nicht, wie es zur heutigen Mode passt. Im Gegensatz dazu sehen wir aber, wie unsere Schwestern 100 Bilder von sich auf Social Media posten, dabei Posen einnehmen, die ihre Reize zur Schau stellen, nur um die Bestätigung von wildfremden Männern zu erhalten. Weiterhin ist es leider Normalität geworden, dass sich unsere Schwestern stark schminken, parfümieren und sich freizügig kleiden oder den Hijab so tragen, dass man ihre Reize sieht. So erhalten sie die Aufmerksamkeit dieser Männer. Wenn diese Männer dann unsere Schwestern kontaktieren, antworten sie heimlich und freuen sich darüber. Daraus entwickelt sich eine verbotene Beziehung, die von der Familie geheim gehalten wird, mit der Absicht, eines Tages zu heiraten. Man versucht durch den Haram eine gesegnete Ehe aufzubauen. Nicht selten passieren dann Dinge, die man letzten Endes bereut. Man kommt dem Mann näher und es passieren Sachen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Man begeht Zina und andere verbotene Dinge oder zeigt sich ohne seinem Hijab. Diese Probleme betreffen sowohl unsere Schwestern, die nicht bedeckt sind, als auch diejenigen, die den Hijab tragen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter: Ein Unzuchttreiber heiratet keine andere als eine Frau, die Unzucht begeht oder Götzendienerin ist. Ein Zani heiratet eine Zania oder eine Götzendienerin. Das bedeutet nicht, dass die Ehe ungültig ist zwischen einem Zani und einer Gottesfürchtigen oder andersherum. Die Gelehrten sagen, dass damit gemeint ist, dass eine gottesfürchtige Frau sich nicht von einem Zani angezogen fühlen wird und andersherum genauso. Das bedeutet, wenn du ein schlechter Mann bist, wird eine ehrenvolle Frau sich nicht für dich interessieren, egal wie viel Geld du besitzt oder wie durchtrainiert dein Körper ist. Und wenn du eine schlechte Frau bist, wird ein gottesfürchtiger Mann sich nicht für dich interessieren, egal wie hübsch oder begehrt du bist. Die Gläubigen werden von solch oberflächlichen Dingen nicht geblendet. Niemand von uns möchte einen schlechten Partner. Wenn du jedoch selbst zu den Schlechten gehörst, musst du dich auf einen Mann einstellen, der bereits mehrere Frauen hatte und so ganze Familien zerstört hat, der egoistisch und schlecht im Charakter ist und nur an sein eigenes Wohl denkt. Und umgekehrt auf eine Frau, die sich draußen präsentiert und bereits mit mehreren Männern in Kontakt war, die Allah nicht fürchtet und so einen Charakter hat, dass sie selbst nicht zu ertragen ist. Bevor man also einen Partner sucht, muss man sich selbst zu einem guten Mann oder einer guten Frau erziehen. Denn nur ein gläubiger und guter Mann zieht eine gläubige und gute Frau an. Wenn die gute Frau und der gute Mann heiraten, entsteht Anziehung und Liebe zwischen ihnen. Aus dieser Liebe und Anziehung entsteht dann eine Harmonie und Ruhe, die man sonst in keiner anderen Beziehung findet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet. Und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Um diesen Genuss zu erhalten, mein Bruder, musst du erst einmal zu einem guten Mann werden. Einer, der Allah fürchtet, seine Sünden bereut und nicht wiederholt und sein Leben nach dem Islam ausrichtet. Um diesen Genuss zu erhalten, meine Schwester, musst du zu einer guten Frau werden. Eine, die sich für Allah bedeckt, sich aufhebt für ihren Mann und nur Allahs Zufriedenheit anstrebt.